Das Actionspiel Remember Me vom französischen Entwicklerdebütanten Dontnod ist, das müssen wir hier mal in aller Deutlichkeit sagen, ein enorm dreister Dieb. Nehmen wir zum Beispiel mal die Art, wie das Spiel seine Kämpfe inszeniert. Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Ah ja, richtig. Genau so hat Batman in seinen bislang zwei Arkham-Auftritten böse Buben zu Hunderten aus den Stiefeln gekloppt. Ein Riesenspaß war das, so ganz nebenbei bemerkt. Und diese Klettereinlagen hier? Also irgendwie haben wir die auch schon mehrfach woanders gesehen. Klar, wenn die nicht aus Prince of Persia sind, wo wir in ebenso schwindelerregenden Höhen an Vorsprüngen entlangkraxeln. Und selbst die Hauptfigur und Spielwelt kommen uns in optischer Hinsicht dezent bekannt vor. Aus Mirror's Edge nämlich, EAs innovativem Parkour-Hüpfabenteuer aus dem Jahr 2009, das uns eine ähnlich pessimistische Zukunftswelt präsentierte, wie es nun Remember Me tut. Heißt das jetzt, dieses Spiel taugt nichts, weil sich's eh alles an Designelementen zusammenklaut, was nicht bei drei auf den Bäumen hockt? Von wegen, Remember Me ist trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, ein äußerst vergnügliches Actionspiel geworden, das sich Fans der eben genannten Vorlagen auf jeden Fall mal genauer anschauen sollten. Tageskarte. Okay. Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus. Eine Heldin ohne Erinnerung. Ach je, möchten wir fast sagen, was für ein Klischee. Doch im Jahr 2084 besitzt der Konzern Memorize die Macht, mit den Erinnerungen der Menschen zu jonglieren, mit ihnen zu handeln oder sie gar zu löschen. Letzteres ist Nilin passiert, jener Dame hier, die nach einer haarsträubenden Flucht aus einem Gefängnis in diesem Sarg landet und nicht weiß, wie ihr gerade geschieht. Nachdem Nilin in den Slums von Neo Paris, einer dystopischen Zukunftsversion der französischen Hauptstadt, aufwacht, wird schnell klar, dass hier alles andere als eitler Sonnenschein herrscht. Denn auch anderen Menschen scheint das Herumwurschteln in ihrem Gedächtnis nicht allzu gut bekommen zu sein. Sie mutierten zu gewaltbereiten Zombies, sogenannten Leapern. Die wollen uns sofort ans Leder und wir lernen die ersten Züge des innovativen Kampfsystems kennen. Doch zu dem kommen wir später. Auf ihrer Suche nach den eigenen Erinnerungen bleibt Nilin glücklicherweise nicht allein und so schart sie alsbald einige Verbündete um sich, etwa den Hacker Bad Request, der uns bei unserem Kampf gegen Memorize unterstützt, wenn auch stets nur passiv in solchen zumeist schick gefilmten und sehr gut vertonten Zwischensequenzen. Die Story von Remember Me wird spannend erzählt, zieht dank des ungewöhnlichen Szenarios sowie den interessanten Charakteren schnell ins Spiel und motiviert bis zum Schluss, auch wenn es in der Mitte einen kleinen Durchhänger gibt. Sei es drum, wir identifizieren uns gern mit der erinnerungslosen Nilin und wollen unbedingt herausfinden, warum Memorize, angeführt von der skrupellosen Madame, ausgerechnet hinter ihr her ist. Remember Me besteht aus drei jeweils gleichgewichteten Spielelementen. Erstens die an die Free-Flow-Kloppereien aus Batman erinnernden Nahkämpfe. Zweitens das an Gebäudefassaden herumklettern der Marke Prince of Persia. Und drittens das Eintauchen in sowie die Manipulation von fremden Erinnerungen. Fangen wir mit den Kämpfen an. Die sind Combo-basiert, siehe untere Bildschirmrandmitte. Soll heißen, je erfolgreicher wir vorher definierte Angriffe aneinanderreihen, desto effektiver haut Nilin zu. Das läuft ähnlich unkompliziert ab wie in den Arkham-Titeln. Aktionstaste drücken, grobe Richtung angeben und schon fegt Nilin wie ein Derwisch durch die gegnerischen Reihen. Der Clou an der Sache ist, anders als der dunkle Ritter, können wir unsere Kombos selbst zusammenstellen. Und zwar in diesem Menü. Links haben wir drei Kombo-Leisten, eine Dreier-, eine Fünfer- und eine Sechser-Variante, die wir mit unterschiedlichen Angriffen bestücken können. Das geht mit den Icons rechts, die in vier Rubriken unterteilt sind. Während zum Beispiel rote Attacken besonders stark sind, heilen uns gelbe bei jedem Schlag und lilafarbene verkürzen die Cooldown-Zeit, in der wir Spezialangriffe starten dürfen. So bauen wir unsere ganz persönliche Kampf-Amazone zusammen. Das macht nicht nur viel Spaß, sondern bringt auch taktische Tiefe. Gegen größere Gegnergruppen ist es nämlich zum Beispiel sinnvoll, die eigenen Kombos mit Heilelementen zu bestücken, damit unsere Lebensanzeige links unten stets gefüllt ist. Natürlich könnten wir auch die brachiale Schiene wählen, auf rote Attacken setzen und hoffen, dass wir feindliche Memorize-Soldaten so zum Überlasten bringen, woraufhin wir sie nur noch durch einen Finisher aus den Stiefeln kloppen müssen, ohne dass sie sich wehren können. Noch mehr Tiefe bringen die fünf Spezialfertigkeiten, die Nilin im Verlauf der Kampagne freischaltet. Die Raserei etwa erhöht den ausgeteilten Schaden, und zwar linear zu den verteilten Backpfeifen. Soll heißen, je länger wir Gegner treffen, ohne selbst getroffen zu werden, desto härter fallen Nilins Schläge aus. Die Logikbombe wiederum ist eine kleine Granate, die Nilin kurzerhand an den Gürtel eines Gegners montiert und kurz darauf explodieren lässt. Doch die Spezialfertigkeiten sind nicht nur Spielerei, sondern elementar wichtig für unseren Erfolg. Unsichtbare Leaper etwa lassen sich nur dann erwischen, wenn wir das Talent DOS aktivieren und so alle Gegner im Umkreis kurzzeitig lähmen. Und durch Roste in Frieden können wir feindliche Druiden nicht nur eine Zeit lang für uns arbeiten lassen, viele fliegen anschließend sogar in die Luft. Pech für alle umstehenden Soldaten.
Remember Me strickt daraus so anspruchsvolle wie abwechslungsreiche Kloppereien, die immer mal wieder auf interessante Weise variiert werden. Hier etwa müssen wir uns mit jeder Menge geisterhafter Soldaten herumschlagen, ohne dass wir hierfür unsere Spezialattacken hernehmen dürfen. Und bei den zahlreichen Bosskämpfen, wie hier gegen den mediengeilen Kid Christmas, kommt es stets darauf an, clever auszuweichen, Schwachstellen auszumachen und die verfügbaren Attacken sinnvoll einzusetzen. Gut, dass die Kontrollpunkte in Remember Me stets fair verteilt sind. Selbst in mehrstufigen Bosskämpfen speichert das Spiel zwischendurch ab. Anspruchsvolle Kämpfe also. Was man von den Klettereinlagen indes nicht behaupten kann. Zwar bekommen wir es häufig mit Kraxeleien zu tun, in denen es auf Timing ankommt, wie etwa hier, wo wir brutzelnde Stromleitungen tunlichst nicht berühren sollten. Das große Problem ist allerdings, dass uns Nilins sogenannte Sensen-Optik stets anzeigt, wo wir als nächstes hinzugreifen haben. Das dummt die Klettereinlagen auf das Intelligenzniveau einer Amöbe herunter, da wir so einfach immer nur die Richtungs- und Aktionstaste drücken müssen und Nilin den kompletten Rest macht. Abschalten lässt sich die Anzeige übrigens nicht, auch nicht im obersten der drei Schwierigkeitsgrade. Sehr schade. Ein wenig kniffliger hätten wir uns auch die Rätsel gewünscht, in denen wir mit unserem Junkbolt, einer Art Energiestromverschießer, bestimmte Elemente verschieben, so wie das etwa Isaac Clarke in der Dead Space Serie tut. Unsere grauen Zellen zum Rauchen bringen diese Knobeleien allerdings zu keiner Zeit. Selbst so kompliziert aussehende Aufgaben wie diese hier, wo Nilin erklimmbare Balken richtig anordnen muss, fordern uns nicht wirklich. Was Remember Me an Anspruch fehlt, macht es durch Abwechslung wieder wett. Da müssen wir in der Bastille, einem Hochsicherheitsgefängnis von Memorize, darauf aufpassen, nicht von diesem riesigen Erinnerungssauger erwischt zu werden, liefern uns Jump'n'Run-mäßige Geschicklichkeitseinlagen, versuchen innerhalb eines knappen Zeitlimits einen Zugwaggon abzuschotten, während uns lieber an den Kragen wollen, oder lassen uns durch fremde Erinnerungen bei unserem Vorankommen helfen, hier etwa durch eine sogenannte Remini-Szene, die uns zeigt, was die Person, deren Gedächtnis wir angezapft haben, an dieser Stelle irgendwann in der Vergangenheit getan hat. In diesem Fall das Umgehen eines tödlichen Minenfeldes. Coole Idee. Was uns zum dritten wichtigen Spielelement von Remember Me bringt, dem Eindringen in fremde Gedächtnisse. An vorgegebenen Stellen im Spiel kann Nilin nämlich in die Erinnerung bestimmter Personen schlüpfen und diese wie einen Film anschauen, anhalten, zurückspulen und, da wird's interessant, auch manipulieren. In diesem Fall sollen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Operation an diesem Mann schiefläuft, damit dessen Ehefrau, die Kopfgeldjägerin Olga, künftig ebenso sauer auf Memorize ist wie Nilin. Also schauen wir uns um, suchen nach interaktiven Objekten, aktivieren oder deaktivieren sie und schauen, was passiert. Das ist zwar recht simpel, weil es stets nur eine Lösung gibt, die wir durch stupides Trial and Error erraten, trotzdem ist es spannend zu sehen, welche Auswirkungen unsere Manipulationsversuche so haben. Zudem ist das Ganze recht cool anzuschauen. Überhaupt weiß sich Remember Me eindrucksvoll in Szene zu setzen. Egal, ob wir uns nun durch stockfinstere Gruselareale fürchten, die wirren Erinnerungen einer Zielperson zu ergründen versuchen, oder einfach nur die teils eindrucksvollen Areale bestaunen, die uns die Entwickler regelmäßig vorsetzen. Was uns zur Technik des Spiels bringt. Und sowas passiert dann. Remember Me macht grafisch einiges her. Vor allem der generelle Detailgrad der Umgebungen sowie die flüssigen Animationen können sich sehen lassen. Zudem weist das Spiel vor allem in den Außenarealen durch einige aufwendig gestaltete und schick ausgeleuchtete Abschnitte zu begeistern. Schade allerdings, dass den meist scharfen Texturen vergleichsweise schwache Effekte gegenüberstehen. Partikeleffekte wie Feuer, Rauch und umherfliegende Glut gibt's in anderen Spielen wie etwa Tomb Raider weit hübscher zu bestaunen. Besonders negativ sind uns die Gesichter der Charaktere aufgefallen, die Details vermissen lassen und dadurch nicht besonders lebendig wirken. Auch das können andere, teils sogar viel ältere Titel besser. Dafür ist die Steuerung sehr präzise, was vor allem in den Kämpfen wichtig ist. Aber auch hier hätte es etwas Feinschliff gebraucht, denn die störrische Kamera lässt gelegentlich mal die dringend benötigte Übersicht vermissen. Was man gerade hier echt nicht brauchen kann. Die deutsche Vertonung ist indes sehr gut gelungen, lässt sich auf Wunsch, aber auch jederzeit auf Englisch umstellen. Beide Versionen haben allerdings das Problem, dass einige Dialoge nicht lippensynchron ablaufen. Schade. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Gut geklaut statt schlecht selbst gemacht scheint das Motto der Entwickler gewesen zu sein. Und es geht auf. Remember Me macht durch seinen ausgewogenen Mix aus Kämpfen, Klettern und Story viel Spaß und motiviert bis zum Ende der rund 10-stündigen Kampagne. Allerdings hätten wir uns ein wenig mehr Anspruch bei den Rätseln und Klettereinlagen gewünscht. Von denen werden fortgeschrittene Profis nämlich chronisch unterfordert. Dafür entschädigen sowohl das ungewöhnliche und äußerst stimmige Szenario, als auch das vergleichsweise komplexe Kampfsystem, deren Kombos wir selbst zusammenstellen dürfen. Kurzum, Fans von Batman und Prince of Persia sollten sich Remember Me unbedingt mal anschauen.